Madame Sch. Vielen Dank, Frau Schröder. Bitte 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es wird in Europa eine ganze Menge kriminelle Energie aufgebracht, um entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Lohn zu bringen. Das artet in Methoden der Lohnsklaverei aus, wie sie auch auf deutschen Schlachthöfen dokumentiert sind. Mit dieser Umsetzungsrichtlinie soll sichergestellt werden, dass entsandte Arbeitnehmerinnen den gültigen Mindestlohn im Einsatzland wirklich bekommen. Wir können gerne darüber streiten, ob die Umsetzungsrichtlinie das ideale Instrument dazu ist. Fakt ist, dass wir als Mitentscheider das rechtliche Instrument so gestaltet haben, dass die Situation sich für die betroffenen Arbeitnehmerinnen verbessert. Wir haben ihr Recht auf Information festgeschrieben. Wir haben die Mitgliedstaaten verpflichtet, Stellen einzurichten, wo Arbeitnehmerinnen über ihre Rechte informiert werden. Die Mitgliedstaaten müssen aktiv Scheinselbstständigkeit bekämpfen. Und in den Fällen, wo das aufgedeckt wird, haben wir eine Schutzklausel für betroffene Arbeitnehmerinnen eingerichtet. Bisher gab es schlichtweg überhaupt keine Regelung dazu. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um Betrug aufzudecken und zu bestrafen. Und die Mitgliedstaaten müssen gegen Briefkastenfirmen vorgehen. Erstmalig, und das möchte ich noch einmal betonen, erstmalig im EU-Recht gibt es überhaupt eine Generalunternehmerhaftungsklausel. Wir wissen, dass nur 8 Mitgliedstaaten so etwas bisher haben, 20 nicht. Und deswegen ist es ein wichtiger erster Schritt für dieses wichtige, effiziente Instrument. Die Mitgliedstaaten, die eine haben, können weitergehen. Und ich möchte zuletzt noch betonen, wir haben die Kommission gestoppt, die Kontrollen der Mitgliedstaaten einzuschränken. Die Mitgliedstaaten können ihre Kontrollen selbst entscheiden. Und es wäre deshalb ein großer Fehler, gegen diese Richtlinie zu stimmen. Wir als Grüne stimmen dafür. Merci. Ja, vielen Dank, Frau Schröder. Und jetzt kommen wir zu Herrn Zarb noch.